Ja, und damit herzlich willkommen zum Vlog 200. Ich hätte eigentlich auch gerne eine Kerze angezündet, aber ich hatte keine Kerze, deswegen muss ich jetzt halt eine Glühbirne nehmen. Wichtig dabei ist aber nicht nachmachen, denn das ist nicht ganz ungefährlich. Und das Wasser hat auch noch einen Vorteil in dem Glas, denn wenn man eine Glühbirne so in eine Mikrowelle reinsteckt, dann würde sie sehr schnell explodieren, was natürlich bösen Ärger bedeuten würde zu Hause. Das Glas oder beziehungsweise das Glas hilft einfach nur, dass die Glühbirne aufrecht steht und das Wasser in dem Glas ist dafür zuständig, damit unten dieses Metallschraubgewinde von der Glühbirne sich nicht zu schnell erhitzt. Deswegen darf man das maximal auch nur 10 oder 20 Sekunden machen, sollte es aber generell halt eben gar nicht zu Hause machen. Ist aber ein netter Party-Gag, den man mal so zwischendurch mal machen kann. Ja, wie gesagt, eine Kerze hatte ich halt eben nicht, die konnte ich halt eben nicht anzünden, deswegen habe ich halt eben die Glühbirne genommen. Mal so ein netter Gag zwischendurch. Ja. Vlog 200, ich hätte nie gedacht, dass ich das eigentlich erreiche, überhaupt mal so ungefähr, denn auf der einen Seite hört sich 200 Vlogs gar nicht so viel an, auf der anderen Seite, wenn man 200 Vlogs aber machen muss, schneiden muss, rendern muss, ja, produzieren muss, dann ist das eine wahnsinnig riesengroße Zahl, die man da macht. Und es ist jetzt am 19. April, also wie lange haben wir es? Ja, knapp einen Monat noch, es ist ein Jahr rum, dann habe ich diese, also unter einem Jahr habe ich jetzt diese 200 geschafft und da das Jahr 365 Tage hat, habe ich logischerweise nicht jeden Tag ein Vlog gemacht. Das klappt einfach nicht, weil ich ja halt eben im normalen Leben auch ganz normal arbeiten muss. Ich aber Videos immer ganz gerne mag und deswegen mache ich das eigentlich mal so häufig, wie es eben möglich ist. In den letzten Tagen musste ich auch eine Zwangspause machen, weil ich einfach irgendwelchen Krempel erlegen musste, den man nicht wirklich in einen Vlog reinpacken konnte, aber der halt eben ja leider notwendig war. Ja, wenn man mal zurückblickt, dann ist das eigentlich so eine wahnsinnig unfassbare Zahl, 200 Vlogs zu erstellen. Und ich habe echt so viel erlebt und auch mit anderen viel erlebt und auch viele andere kennengelernt, was auch sehr geil ist, also auch andere YouTuber kennengelernt. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, letzten Tage war ich ja beim Ecki noch in Hannover. Da hat es mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Leider auch wieder viel zu kurz ungefähr. Und ich freue mich natürlich logischerweise über euch, die neuen Abonnenten, die jetzt neu hinzugekommen sind und halt eben die, die mich schon seit den allerersten Videos verfolgen. Insgesamt habe ich auf dem Kanal jetzt, glaube ich, sogar schon 270 Videos. Der Kanal ist von 2008. Das ist auch schon 8 Jahre her, dass ich den Kanal gegründet habe. Habe aber anfangs relativ wenig Videos da gemacht oder halt eben mal nur so sporadisch und auch viel ausprobiert, was funktioniert nicht. Nicht nur jetzt beim Publikum, also sprich bei euch, was kommt gut an, sondern halt eben auch viel videotechnisch halt eben viel ausprobiert. Was wirkt wie und wie kann man es am besten umsetzen, mache ich halt immer noch. Das heißt, ich baue immer mal so kleine Gags ein oder irgendwelche Sachen, die ich einfach zwischendurch mal in den Videos einfach mal ausprobiere, damit ich weiß, wie kommt sowas beim Publikum an, wie sieht das geil aus, wie könnte man das noch weiter verbessern, und anhand eurer Kommentare sehe ich ja dann halt eben auch, was man da besser machen kann. Ja, oder machen sollte. Auf jeden Fall möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, denn mittlerweile sind es über 3000 Abonnenten, die mir schon folgen. Und ja, scheint wohl so zu sein, dass ich halt eben Videos mache, die auch euch gefallen. Ich habe ja kein richtiges Thema eigentlich hier. Hauptsächlich sind es ja wirklich teilweise Vlogs oder halt eben irgendwelche Bastel-Vlogs, wie zum Beispiel von der fahrenden Bierkiste oder halt eben, wie man da im Hintergrund sieht, die Candy Bar oder sonstiges. Ihr könnt ja sonst zur Not mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn sehen wollt oder was ihr wissen wollt. Dann kann ich da auch mal näher drauf eingehen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, erstmal die Zahl an sich, Wahnsinn, 3000 Abonnenten, wenn man sich das mal echt auf einem Platz irgendwie so vorstellen würde, 3000 Leute, das ist wahnsinnig viel, genauso wie 200 Vlogs. Wie gesagt, die sich im ersten Moment erstmal ganz wenig anhören, aber wenn man dann so die ganzen Videos mal durchscrollt und sagt, alter Schwede, 200 Vlogs habe ich schon erstellt, das ist schon eine ganze Menge, beziehungsweise 270 Videos schon insgesamt, so seit 2008, wobei ich, wie gesagt, Vlog ja erst jetzt richtig seit einem Jahr betreibe, macht es mir aber immer noch sehr viel Spaß und ich könnte eigentlich wahrscheinlich Dauerfilmen, aber das Problem ist halt eben, manchmal fehlt einfach auch die Zeit dazu, weil man hier halt eben hier Sachen machen muss, die man nicht machen will. Egal. Auf jeden Fall will ich weiterhin Videos machen, so oft wie es eben möglich ist, wie es mir ermöglicht. Jetzt fängt ja endlich auch mal der Frühling an und das schöne Wetter vor allen Dingen auch. Ja, und ich habe auch dieses Jahr eigentlich noch viel vor, noch nicht wirklich viel fest geplant, aber so die eine oder andere Geschichte mache ich mit Sicherheit noch. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas Spezielles sehen wollt, was ich nochmal näher erklären soll oder sonst was, ob damit in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, ja, war es das eigentlich erstmal so für Vlog 200. Ich hatte mir eigentlich im Vorfeld auch schon Gedanken gemacht,
Was könnte ich mal Spezielles machen für Vlog 200? Dann fiel mir das halt eben mit der Glühbirne ein. Eine andere Idee hatte ich erstmal so gar nicht, weil ich auch gar nicht jetzt wusste, was hätte ich jetzt Tolles machen sollen. Also hätte ich jetzt 200 Pommes abzählen sollen oder 200 Bratwurst, wäre auch eigentlich relativ langweilig gewesen. Deswegen einfach jetzt mal so ein, naja, normales Video so ungefähr. Und ich würde sagen, wir machen einfach im nächsten Vlog ganz einfach weiter und ja, schauen wir mal, was da so kommt. Ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Und ciao.